Jetzt geht's gleich um das Schneiden von Hecken und Formgehölzen. Ja, ich habe Handheckenscheren dabei und die Akkuheckenschere. Aber wenn ich die Hecke sähe, nehme ich lieber die Akku. So, heute geht's bei Grünzeug TV um das richtige Schneiden von Hecken und von Formgehölzen. Und wenn man sieht, die Aufgabe hier, die ist ganz schön mächtig. Also ich sollte zügig anfangen. Damit hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grünzeug TV aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg. Und das ist unser Nordgarten. Und hinter mir die Nordseite vom Schloss, das ist die Keimzelle des Schlosses Ludwigsburg. Hier wurde es um 1704 gegründet. Also, wichtiges Gerät heutzutage ist natürlich das Akkugerät. Motorgeräte haben wir hier auch in diesem Bereich bei Kleinmaschinen fast gar nicht mehr. Wir nehmen nur noch Akku. Trotzdem, das Sprechen parallel zum Arbeiten ist nicht möglich. Ich mache mal 2-3 Meter voran und dann erzähle ich was. So, jetzt können wir hier mal ein paar Grundprinzipien vom Heckenschneiden besprechen. Das ist eine Ligusterhecke, sehr robustes Heckengehölz. Also da kann man relativ kräftig schneiden. Ich habe jetzt versucht, dahin zurückzukommen, wo letztes Jahr die Kollegen ungefähr geschnitten haben. Mit dem Ziel, dass die Hecke kompakt bleibt. Also wir dürfen nicht jedes Jahr so viel Zuwachs lassen, sonst wird die Hecke ja irgendwann 2,50 Meter breit. Ja, und ein weiteres Grundprinzip ist, die Hecke oben ein bisschen härter zu schneiden als unten, dass es so einen kleinen Winkel gibt. Also dass die Hecke später oben schmaler ist als unten, weil das einfach die natürliche Wuchsform der Pflanzen ist. Die sind ja in der Regel unten breiter wie oben und so kriegen wir unten auch mehr Licht hin. Ein nächstes Prinzip ist, wenn es nicht unbedingt nötig ist, das Ganze nicht brutal schneiden. Also wenn ich jetzt hier nochmal rangehe, nochmal stärker, dann schneide ich in einen Bereich, wo gar keine Blätter mehr sind. Und dann sieht es natürlich für eine gewisse Zeit schwierig aus. Der Liguster würde das aushalten. Aber wenn Sie das Gleiche zum Beispiel mit einer Eibe machen, ist das schon schwieriger. Also da muss man ein bisschen Gefühl auch rauskriegen. Und wenn man zum ersten Mal wieder schneidet, nach einem Jahr auch mal ganz locker sich warm laufen, wie beim Joggen, also rantasten. Ich mache mal ein Stückchen weiter noch. So, und wenn wir jetzt da entlang schauen, wird es natürlich Diskussionen geben, das ist auch klar. Denn wenn meine Kolleginnen und Kollegen die nächsten Tage dann diese Hecke vollends fertig schneiden, dann wird natürlich das Stück, das der Chef geschnitten hat, naja, ziemlich hart beurteilt. Aber das halte ich aus. Zu jeder barocken Gartenanlage wie dem blühenden Barock Ludwigsburg gehört natürlich ein ganzer Bestand von sogenannten Formgehölzen. Das war ja im Barock, dieses Formgehölz war ein Zeichen, dass der Mensch sich die Natur untertan gemacht hat. Heute machen uns diese Formgehölze einfach nur Spaß. Spiralen, Doppelkugeln, Kugeln, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also und hier, die Pflanze ist übersichtlich groß. Ich entscheide mich mal nicht für die Akku, sondern ich nehme die Handheckenschere. So, und dann fangen wir mal an. Oh, aua, da hätte ein Tropfen Öl oder Schmiermittel gut getan. Also die nehme ich nicht, also auch so ein Tipp. Scharf ist gut erstmal, aber dann auch gut ölen. Wie ist es hier? Sehr gut, hier klappt's. Also, wir fangen mal an. Dieses Handgerät hat den riesen Vorteil, erstmal kann ich nebenher sprechen beim Arbeiten. Und zweitens ist so die Gefahr, dass ich große Schäden machen, nicht ganz so schlimm, wenn ich mit der Motorheckenschere und mit der Akkuheckenschere nicht so ganz topfit bin, dann muss ich aufpassen, dass ich die Pflanze nicht kaputt mache. Erstmal relativ vorsichtig. Also ich habe jetzt relativ vorsichtig angefangen, weil wir müssen rauskriegen, wo die Pflanze noch grün ist. Also ich schneide nicht ins alte Holz. Wir wollen ja, dass die Pflanzen auch schön aussehen, wenn unsere Besucher kommen. Gilt bei Ihnen daheim natürlich genauso. Also ich traue mich nicht arg viel weiter zu schneiden. Ja, das passt. Und ganz wichtig auch, dass bei der Hecke genauso, der richtige Schnittzeitpunkt ist normalerweise Mitte, Ende Juni. Dann treibt die Pflanze noch mal leicht aus, aber das, was austreibt, das kann aushärten vor dem Winter und kriegt keine Winterprobleme.
Natürlich kann man das Ganze, wenn man es vergessen hat, auch am Ende des Winters machen. Also ich denke mal Mitte, Ende März, bevor die Pflanzen anfangen zu treiben. Aber ganz wichtig ist, wenn es geht, schneiden Sie bei bedecktem Himmel. Die Pflanzen erholen sich von dem Schnitt eben, wenn es bedeckt ist, viel besser, als wenn die Sonne voll drauf brennt. Und wie gesagt, wenn vorausgesagt ist, mehrere Tage drückend heiß, dann bitte das Schneiden ruhig um ein paar Tage verschieben. Das macht gar nichts aus, ob Sie am 10. Juli dann schneiden, wenn zwei schöne bedeckte Tage sind, oder am 30. Juni. Das macht im Endeffekt keinen Unterschied. So, und auch ein ganz wichtiges Prinzip. Arbeiten, dann mal 2 Meter weglaufen und mal einfach dran gucken. Da sieht man, wo es noch fehlt. Grundprinzip stimmt, die Form ist erhalten, also es ist nach wie vor eine Spirale. Und auch wichtig ist, wenn man das schneidet, auch hier diese Kurven, praktisch diese Übergänge, die müssen freigeschnitten werden, damit das Ganze nicht zuwächst. Es soll ja ein Formgehölz bleiben. Da habe ich es noch komplett vergessen. Ja. Auch das wichtig, so ein bisschen abklopfen, weil die Schnittreste nach ein paar Tagen braun werden und es sieht dann nicht so gut aus. Und da erkennt man dann auch, wo es noch klemmt. Klar ist auch, meine Kolleginnen und Kollegen machen das natürlich ein bisschen schneller. Jede Saison geht es wieder los, nach der zweiten, dritten Pflanze geht es dann auch flotter. Aber ich finde, es war jetzt mittleres Arbeitstempo und soweit sieht es ganz gut aus. Man könnte immer noch über jedes Detail diskutieren, machen wir jetzt aber nicht. Aber ein ganz wichtiges Detail, was eigentlich eine super Idee ist von meinen Kolleginnen und Kollegen, nämlich auf dem Boden einfach jetzt dieses Tuch zu haben, ja, blitzsauber das Tuch zusammen. So, und vorsichtig weg und ich habe praktisch nichts auf dem Boden. Also dann haben wir die erste Eibe hier geschnitten und es geht jetzt noch rüber zur gelben Zypresse. Da machen wir das gleiche nochmal. Ja, von der Eibe vorbei am Wacholder zur gelben Zypresse. Dies auch ein wunderbares Exemplar einer Spiralpflanze und da probieren wir jetzt das gleiche wieder wie drüben bei der Eibe, auch die Form zu halten. Das ist hier ja, ein bisschen schwieriger, weil man sehr gut aufpassen muss, wo man schneidet, aber es geht schon. Also ich glaube, das Prinzip ist klar, Sie haben gesehen, wie es geht und damit sage ich Tschüss, das war's für heute bei Grünzeug TV aus dem blühenden Barock Ludwigsburg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Garten und natürlich viel Spaß beim Schneiden Ihrer Hecken und Ihrer Formgehölze. Ciao.